So, also beginnen wir mit der Aufgabe 1. Was tut es Teil 1? Und da haben wir einen Schaltkreis und wir sollen versuchen, erstmal diese möglichen Input-Output-Kombinationen zu errechnen und dann auf dieser Basis dann in Aufgabe B zu generalisieren, was macht dieser Schaltkreis eigentlich. Wenn wir die Inputs und Outputs betrachten, können wir da was ableiten, was die grundsätzliche Funktionsweise dieses Schaltkreises ist. Ja, hat da jemand in der Gruppe, in euren Breakout-Sessions eine Lösung gefunden oder zumindest eine Idee? Fangen wir einfach mal mit Aufgabe A sonst an. Ja, ich würde sagen, dass so eine Entweder-Oder-Schaltung ist. Also wir haben ja das obere Gate ist ja dieses XOR-Gate. Das funktioniert ja nur, wenn ja, bei 1 oder 0, dann leuchtet das ja nur. Und das untere Gate ist ja dieses End-Gate, dass wenn man sozusagen zwei Einsen braucht, damit die Lampe leuchtet. Und ja, deswegen kann immer nur eine der beiden Lampen leuchten und nie beide gleichzeitig. Ja, das ist richtig erkannt. Also der Output bei diesem Schaltkreis, wenn man das durchspielt, da kann immer nur eine der beiden Lampen an sein, ne? Es sind niemals beide an. Ja, das ist eine Beobachtung, die man vielleicht schon mal nutzen kann. Jetzt, das wäre jetzt eins. Hast du mal die verschiedenen Kombinationen durchgespielt? Was jetzt für, also wir haben ja im Prinzip hier auch wieder die Möglichkeit zu sagen, okay, was können wir für Input A und Input B für Werte anlegen? Das ist also jeweils 0 oder 1 und da kommen dann eben diese Kombinationen, vier Kombinationen raus. Und was sind dann die jeweiligen Outputs an 1 und 2? Hast du das mal durch oder hat das jemand durchgespielt? Ja, also wenn wir jetzt Output A sozusagen oder den Schalter schließen, dann Ja. ja, leuchtet Output 1. Also du hast jetzt, ich schreibe das mal in den Chat, weil ich habe jetzt keine andere Möglichkeit, ich habe mein Zeichenpad gerade nicht da, aber wenn du jetzt A auf 1 setzt und B auf 0, das war jetzt das Beispiel, ne? Richtig? Ja, genau. Dann ist, ich nenne das mal Output 1, ist dann was? 1. Und Output 2? Output 2 ist 0. Genau, das schreiben wir einfach mal so auf. Das wäre jetzt mal der erste Punkt. Also wenn ich A1 an Input A eine 1 anlege, an Input B eine 0, dann kriege ich in Output 1 eine 1 und in Output 2 eine 0. Und jetzt können wir da mal die anderen Kombinationen durchspielen. Oder hast du es gemacht? Jetzt machen Ja, wir. also wenn ich bei Output A jetzt nochmal die 1 drin lasse und bei Output B jetzt auch die 1 hinzunehme, Ja. dann ist bei Output 1 eine 0 und bei Output 2 eine 1. Ja. Das wäre also diese Kombination. Wenn du beide auf 1 setzt, dann hast du auf Output 2 eine 1 und auf 1 eine 0. Und in allen anderen Kombinationen, wenn du 1, also wenn du immer nur einen anlässt, also oder beide 0, was passiert dann? B und A sind 0. Dann passiert nichts, glaube ich, oder? Ja, also irgendwas passiert, nur was passiert, also es ist überall 0, ne? Genau, dann hätten wir also auch, also wenn alle 0 sind, sind auch die Outputs 0. Und in allen Kombinationen, also ob wir jetzt A1 oder B1 machen und den anderen jeweils 0, da kommt dann auch Output 1, 1 raus und Output 2. Also das können wir der Vollständigkeit halber ja nochmal hinschreiben. 1 gleich 0 und B gleich 1. Daraus würde auch folgen, dass Output 1, 1 ist. Und Output 2 wäre auch 0. Also das sind eigentlich die vier Kombinationen, die es gibt. Und du sagtest, du hast jetzt schon beobachtet, dass eben niemals beide Outputs an sind. Ja, das ist schon mal eine Beobachtung. Also wir haben immer entweder beide aus oder nur einen an. Die Frage wäre jetzt, gibt es noch andere Ideen darüber hinaus, was jetzt die Funktionsweise dieses Schaltkreises sein könnte? Also das ist halt jetzt eine Beobachtung, aber das sagt ja noch nichts über eine Funktionsweise aus. Wofür könnte man das verwenden? Da habe ich im Moment kein Beispiel für. Ja, ist kein Problem. Es gibt ja auch noch andere, die da vielleicht was zu sagen könnten. Da ist die Frage dann der Interpretation dieser Inputs und Outputs. Also wenn wir die auf eine bestimmte Art interpretieren, und das wollen wir uns gleich mal anschauen, dann kann man darauf kommen, was es macht. Und ich würde jetzt mal an der Stelle ein Tool, das auch verlinkt ist, euch vorstellen, mit dem man solche Sachen simulieren kann. Das solltet ihr jetzt sehen. Das nennt sich Logically.
Das ist ein Tool, was man kaufen kann, aber es gibt eine freie Version im Browser. Das ist die, die wir jetzt hier gerade sehen. Und damit könnt ihr diese Logic Gates findet ihr links. Das ist so ein Menü, da könnt ihr auswählen. Ihr könnt hier so einfach rüberziehen und dann verschieben. Wenn ihr den Pfeil anwählt, dann könnt ihr die verschieben und dann könnt ihr die verbinden. Also das ist jetzt praktisch so ein Simulator für genau das, was wir gerade im Kopf gemacht haben. Und da kann ich jetzt zum Beispiel auch Schalter nehmen. Also hier ist so ein Toggle-Switch, das ist genau so ein Schalter. Den kann ich an- oder ausmachen. Blau bedeutet an und das bedeutet aus. Und wenn ich die so verknüpfe, wie sie in einem Schaltkreis dargestellt sind, also ich habe hier das XOR und das AND Gate und diese beiden Schalter, die jeweils mit diesen beiden Gates verknüpft sind, also beide Schalter gehen jeweils als ein Input in diese beiden Dinge rein, dann kann ich genau das, was wir hier schon gesehen haben, was wir jetzt gerade schon hergeleitet haben, kann ich dann hier nochmal nachvollziehen. Also wenn ich jetzt einen Schalter anmache, dann seht ihr, das Blaue bedeutet, da fließt jetzt Strom und das bedeutet, dass also, damit wir es nochmal durchgehen, vielleicht für alle, wenn ich jetzt hier den oberen Schalter anmache, dann das XOR Gate würde sozusagen hinten ein Output 1 erzeugen, weil nur einer der beiden an ist und nicht beide und auch nicht beide aus. Also wenn einer von beiden an ist, XOR Gate gibt dann ein Output 1 raus. Das ist also passt, kann man nachvollziehen. Und gleichzeitig ist unten bei dem AND Gate auch nur jeweils einer angelegt. Das bedeutet aber für ein AND Gate, dass hinten eine 0 rauskommt, weil ein AND Gate eben beide Inputs an benötigt, damit hinten eine 1 rauskommt. So diese Konstellation können wir schon mal nachvollziehen. Also diese Lampe geht an und jetzt machen wir die andere Situation, wenn die andere angeht, haben wir genau die gleiche. Ne? Also hier ist jeweils ein Input, gibt eine 1 und beim Endgate ändert sich auch nichts, ist auch nur einer von beiden an, gibt also eine 0. Ja, und wenn wir jetzt den Fall haben, wenn alle aus sind, ist sowieso alles aus in diesem Schaltkreis. Und wenn wir jetzt beide anmachen und in dem Fall geht die zweite Lampe an und das kann man dann auch nachvollziehen, das XOR-Gate sagt, es dürfen nicht beide gleichzeitig an sein, nur einer oder der andere oder also, und auch keiner. Also in dem Fall würde es eine 0 geben. Und dann haben wir hier unten das AND-Gate, was sozusagen eine 1 geben würde, weil von beiden ja eine 1 kommt. Und dann ist in diesen Situationen 1, 1, das AND-Gate auch 1. Ich habe gerade eine Frage hier im Chat. Woher weiß ich, ob es OR oder AND-Gate ist? Das ist an dem Symbol zu sehen. Also das OR-Gate hat hinten so eine Abrundung. Das XOR-Gate hat dann zusätzlich noch diesen Strich. Also ohne diesen Strich wäre es ein OR-Gate. Das AND-Gate ist eigentlich dieser hinten gerade und vorne so eine Rundung. Und das OR-Gate ist oft vorne ein bisschen spitzer. Das ist allerdings in der Abbildung, in der Übungsaufgabe hier tatsächlich hier unten auch rund dargestellt. Das ist also ein NOR-Gate. Das ist ein bisschen unglücklich dargestellt. Also das OR oder NOR hat normalerweise eine spitzere Spitze. Und das sieht man dann hier dran. Also der Unterschied ist einfach die Symbole. Ne? Also hinten erkennt man es eigentlich am besten, dass es so abgerundet ist. Genau, da kann man also jetzt mal diesen Schaltkreis nachvollziehen. Und jetzt kommt man vielleicht immer noch nicht drauf, was das jetzt ist. Aber der Hinweis in der Aufgabe war ja, es hat irgendwas mit Binärsystemen zu tun. Letzte Woche, stimmt nicht ganz, schon ein paar Wochen her, das Binärsystem kennengelernt, wenn wir jeden Input und Output als Bits interpretieren, was macht der Schaltkreis effektiv? Und wenn wir da jetzt ein Bit, das ist ein Bit, das ist ein Bit und das sind vielleicht auch Bits, was macht der Schaltkreis? Das wird vielleicht deutlicher, wenn wir nicht Glühbirnen als Output wählen, sondern ein 4-Bit-Digit, das ist auch etwas, da kann man einfach Bits anlegen und da kommt die Dezimalzahl raus. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich entferne die mal. Und wir legen einfach das ist das Least Significant Bit, das ist das ist also 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 4. Wenn wir die jetzt so anlegen, dass wir die hiermit verbinden, dann sehen wir vielleicht, was es macht. Ja. Kommt jetzt jemand drauf? Was macht dieser Schaltkreis? Also wenn ich nichts anhabe, ist es 0. Wenn ich einen anmache, ist es eine 1. Wenn ich den anderen anmache, bleibt es auch eine 1. Und wenn ich beide anmache, haben wir eine 2. Ja, 1 plus 1 addieren, beziehungsweise 2 Bits addieren eigentlich. Ne? Also wenn wir die als Bits interpretieren, jeweils ein Bit kann 0 oder 1 sein, dann ist das Ergebnis genau das. 1 plus 1 ist 2. 1 plus 0 ist 1. Und 0 plus 1 ist auch 1, 0 plus 0 bleibt 0. Also
Das wäre jetzt die Interpretation, die man hier rausfinden sollte. Und wenn wir jetzt das Ganze wieder mit einer Lightbulb machen, dann muss man halt diese Lightbulbs einfach als Bits interpretieren. Und das wäre sozusagen die 2 hoch 0. Ne, die ist jeweils, das ist dann die 1. Und das wäre die 2 hoch 1, das wäre also die 2. Und theoretisch könnte man jetzt hier, natürlich, wenn man jetzt noch mehrere Bits addiert, müssten wir, das schauen wir uns gleich an, wie das funktionieren würde, wenn man jetzt mehrere Bits hätte, die möglicherweise als Output rauskommen. Und das ist jetzt ein ganz einfacher Schaltkreis, der eigentlich genau das macht, nämlich 2 Bits zu addieren. Und wir bekommen im Output, wenn wir das als Binärzahl interpretieren, das Ergebnis dieser Addition.